Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Berichterstattung von der amerikanischen Meisterschaft und wir schauen uns an die Partie aus der vierten Runde zwischen Hans Niemann und Fabiano Caruana. Gehen wir direkt rein, weil die Partie relativ lang ist. Die Eröffnung: Nimzowitsch indische Verteidigung. D4, Springer F6, C4, E6, Springer C3, Läufer B4. Grundstellung der Nimzowitsch indischen Verteidigung. Dame C2, eine der Hauptvarianten. Rochade, A3, Läufer C3, Dame C3. Weiß verliert ein bisschen Zeit, hat aber das Läuferpaar oder beansprucht das Läuferpaar jetzt für sich. Deswegen diese Dame C2, A3, damit auch die Bauernstruktur nicht zerstört wird nach Läufer schlägt C3. D5, Läufer G5, H6, Läufer F6, Dame F6, Springer F3, D schlägt C4. Ich bin ein bisschen schneller hier in der Öffnung unterwegs, weil diese Variante sehr bekannt ist auf Top-Niveau. Schon häufig gespielt wurde. Dame schlägt C4, Springer C6 und wir erreichen einen sehr interessanten ersten Moment. Caruana hatte diese Variante erst vor 2 Monaten gespielt bei der Schacholympiade gegen Hare Krishna. Das meinte er auch nach der Partie in der Analyse mit Christian Kirilla, der ja einer der Live-Kommentatoren ist und auch ein dicker Buddy von Caruana, nebenbei gesagt. So, Caruana meinte, Hans schien hier überrascht, obwohl ich eigentlich nur meine Züge wiederhole, die ich gegen Hare Krishna gespielt habe, erst vor 2 Monaten. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob Hans wirklich überrascht war. Niemand, besser gesagt, Hans. Niemand überrascht war, denn er spielt hier Dame C3. Er folgt eigentlich der Hauptvariante. Aber aus irgendeinem Grund hat er so ein bisschen länger überlegt in der Eröffnung. Vielleicht hat er aber auch nur geblufft. Generell ist es so, dass bei Profispielern häufig die Leute ihre, wenn sie sich in ihrer Vorbereitung befinden, in ihrem Buch, dann spielen sie sehr schnell. Ich denke aber, es ist eine gute Methode auch generell, wenn man nicht seine Karten so offen auf den Tisch legt und zwischendurch einfach mal so ein bisschen nachdenkt oder so tut, als würde man nachdenken und einfach so einfach ein bisschen Zeit verstreichen lässt, um den Gegner so ein bisschen in die Irre zu führen. Also Hare Krishna hat hier bei der Olympiade E3 gespielt gegen Caruana. Die Partie endete sehr schnell remis. Dame C3 wurde schon mehrmals gespielt. Das kontrolliert natürlich das Feld E5 hier, sodass Schwarz kein E5 spielen kann. Vorerst, das ist einer der Gründe. Auf E3 ist halt E5 möglich. Das ist so ein kleines Problem hier. Was heißt Problem? Das war hier das, was bei Hare Krishna gegen Caruana geschehen ist. Okay, Dame C3 verhindert das. Das wurde auch schon ein paar Mal gespielt. Turm E8 insistiert E5 spielen. Turm D1, sehr interessant. Jetzt kommt E5. Schwarz möchte im Zentrum diesen Bauern im Zentrum platzieren, damit der Läufer auch raus kann, ne? Nach F5 oder G4. Also wenn der Bauer auf E6 steht, steht der Läufer da hinten auf C8 eingesperrt. Okay, E5. Hat aber den Nachteil jetzt, E5, dass Weiß D5 spielen kann, mit Angriff auf den Springer. Springer B8. Jetzt geht es hier weiter mit E3. So, ihr werdet euch vielleicht fragen, warum nicht Dame schlägt C7 hier. Dann kommt einfach E4, ne? Vermute ich mal. Ich hatte das gar nicht analysiert, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte E4, Springer D4, aber hier gewinnt ja weißen Bauern. Springer A6, Dame irgendwo zurück. Läufer raus, vermute ich jetzt. Und Schwarz hat eine Menge Kompensation hier, ne? Er fesselt hier den Bauern. Turm AC8 kommt. Oder Turm AD8, der Angriff auf D5. Schwarz ist deutlich besser entwickelt hier, ne? Okay, das ist die Antwort, warum damit C7 nicht geht. E3. So, das kam auch in einigen Partien vor. Und es ist erstaunlich, wie gut sich Caruana im Anschluss an, in der Analyse offenbarte, was er für, an was für Partien er sich alles erinnert, ne? Also das zeigt, was für eine gute Erinnerung er hat. Er konnte hier zitieren die Partie Shankland gegen Nakamura, St. Louis 2021. Er meinte, das wäre eine wichtige Partie gewesen hier mit Läufer G4. Aber noch besser ist hier wahrscheinlich Läufer F5, den Läufer hier auf dieser Diagonale zu platzieren. Hier geht es weiter mit Läufer E2, Springer D7, Rochade. So, spätestens jetzt hängt der C7 und deswegen Turm AC8. So, auch hier konnte Caruana eine Partie zitieren, und zwar zwischen Arik Braun und Rasmus Swane, Magdeburg 2021. Da spielte Arik Läufer B5, das ist auch der richtige Zug, laut Engine und laut Caruana und auch Kirilla.
hier ging es weiter mit A6, Läufer D7, Läufer D7. Und dann haben die das nur so ein bisschen analysiert hier. Und die Idee ist halt, den Läufer über B5 hier auf D3 zu installieren. Die Stellung ist aber ungefähr ausgeglichen. Nach 11 Minuten Nachdenken spielte Niemann hier aber A4. Das kam für alle etwas überraschend. Auch für Caruana, er wusste nicht so richtig, was der Zug soll. Wir werden später aber sehen, der Zug ist langfristig zu sehen, hier mit A5, A6 die Struktur anzugreifen. Also es ist ein interessanter Zug. Es ging hier weiter mit, genau, und das ist zum Beispiel bei Caruana immer wieder der Fall. Sobald er aus der Theorie raus ist, solange er in der Theorie ist, spielt er immer sehr, sehr schnell. Bei ihm weiß man eigentlich ziemlich genau immer, wie lange er die Variante kennt. Und dann, sobald ein neuer Zug kommt, den er nicht kennt, dann fängt er an, tief zu nachzudenken. Er dachte jetzt 17 Minuten nach hier. Das ist für ihn noch moderat, sage ich mal. Aber es ist ganz typisch für ihn. Und spielte jetzt hier C6. Er meinte, er ist jetzt hier ehrgeizig geworden. Er wollte hier den Bauern angreifen. Aber was heißt ehrgeizig? C6, einfach ein logischer Zug, greift hier den Bauern an und dahinter steht die Dame. Nach 12 Minuten reagierte Niemann hier mit D6. Das ist sehr logisch. Der Bauer auf D6 kann ein sehr starker Bauer sein, weil er natürlich die schwarzen Kräfte bindet, ne? Aber kann auch auf Dauer natürlich auch eine Schwäche sein, die Schwarz attackieren kann. Es geht hier weiter mit Turm CD8. A5, wir sehen, dieser Zug A4 hatte schon seine Berechtigung. A5. Und jetzt Läufer G4. Die Idee von Läufer G4 ist natürlich E4 zu spielen. Dann eventuell Springer E5, ne, und den Springer hier auf D3 zu installieren, nachdem wir die weißfeldrigen Läufer getauscht haben. So, ja, was hätte Weiß jetzt hier spielen sollen? Caruana erwartete hier Dame B4 mit Angriff auf den Bauern B7. Dann E4, Springer D4. C5 verbietet sich jetzt wegen Dame schlägt B7. Hier hängt der Läufer auf G4, deswegen CD4 geht gar nicht. Und auf Läufer E2 kommt Springer E2. Hier muss man wohl Läufer E2, Springer E2, B6 spielen. Tauschen mit einer ausgeglichenen Stellung. Ungefähr. Okay, aber Niemand spielte hier H3. Das überraschte alle, so ein bisschen, auch im Live-Kommentatoren-Team. Läufer schlicht F3. Und jetzt muss er mit G schlicht F3 nehmen. Das Problem bei Läufer F3 ist E4. Läufer E2, Dame C3, BC3 und hier Springer C5. Und das Endspiel spielt man nicht auf so einem Top-Niveau. Das ist Quatsch. Der Springer auf C5 ist dem Läufer auf E2 überlegen. Der kann da nicht vertrieben werden. Ist ein Monster-Springer, deckt die einzige Schwäche. Und dann kann man halt die Türme verdoppeln und hier den D6 unterminieren auf Dauer. Es ist sehr schwierig für Weiß, das auf Dauer zu verteidigen. Ein Computer kann das, aber als Mensch ist das super, super schwierig hier. Ist auch ein Spiel auf ein Tor. Macht man nicht. Deswegen G schlicht F3. Damit E4 hier abgefedert wird. Springer F8. Jetzt und in der Folge haben beide so ein bisschen dieses A6 unterschätzt hier. Vielleicht hätte ja, Springer F8, hier könnte Weiß A6 spielen, um die Struktur aufzuknabbern hier. Ne? B A6, Dame schlicht C6, Turm E6, Dame E6, Turm E schlicht D6. Und diese Stellung hier ist sehr ausgeglichen. Nach Dame H4, okay, Schwarz hat noch ein bisschen Spiel hier, Turm D6, Turm D6, wegen des geschwächten weißen Flügels. Es droht hier natürlich Dame H3, deswegen König H2 wahrscheinlich. Ja, sonst kommt Turm G6 und hier Turm D2. Und Schwarz bekommt seinen Bauern wieder. Und das wahrscheinlichste Ergebnis hier lautet Remis. Der Läufer darf auch nicht wegziehen wegen Turm F2. Muss man Dame A6 spielen. Ne? Also A6 wäre hier sehr stark gewesen. Aber Weiß spielt hier etwas passiv. Und was ist passiv? Dame B4 greift den B7 an. Turm D7. Turm D2. Und hier sollte Schwarz selbst irgendwann A6 spielen, damit Weißes A6 gestoppt wird. Aber Caruana spielt Springer G6. Weiß sollte A6 spielen, spielt aber Turm D1, Turm FD1, Springer H4, Angriff auf F3, Dame G4, Turm E6. So, wir sehen halt, ne, Schwarz attackiert diesen Bauern dreimal, König F1. So, nehmen kann er aber nicht, weil der Springer auf H4 natürlich auch gedeckt werden muss. Deswegen hier Springer F5 erstmal. G5 war übrigens auch ein sehr interessanter Zug hier. Aber Springer F5, okay, greift den D6 auch nochmal an. Ich hatte ja gesagt vor ein paar Zügen, ne? Dieser Bauer kann stark sein, kann aber auch schwach sein auf Dauer. Und jetzt spielt Niemann endlich diesen Zug A6 hier. Und wir sehen halt, dieses A4, A5, A6 hatte schon seine Berechtigung, war schon eine interessante Idee.
Und attackiert jetzt hier den Darmflügel. BA6, Läufer A6, Turm D schlicht D6, Turm schlicht D6, Springer D6. Schwarz hat jetzt einen Bauern mehr, aber die Bauern C6 und A7 sind schwach. Läufer D3 zurück. Hier und in der Folge empfiehlt hier Stockfisch, den Läufer auf E2 aufzustellen und die Dame hier nach B4 zu bringen. Am besten sofort Dame B4, um halt aktiv zu werden am Damenflügel. Aber jetzt und in der Folge, er hatte natürlich auch schon ordentlich Zeit verbraucht, spielt niemand etwas passiv. G6, H4. H4 finde ich ein bisschen, also gefällt mir persönlich nicht, aber besser sowas wie König G2 oder Läufer E2. H4 nach H5 muss die Dame jetzt nach G3. Ist natürlich kein schönes Feld, um die Bauern alle zu verteidigen, ne? F3 und H4 sind unter Beschuss hier von der schwarzen Dame. Deswegen Dame G3. Steht aber sehr, sehr schlecht hier die Dame. König G7, E4. Noch so ein Zug, den man strategisch nicht gerne macht. Weiß gibt die ganzen schwarzen Felder her mit diesem Zug, ne? D4 und F4. Er wollte aber unbedingt E4 verhindern. Na gut, E4. Das hätte Schwarz ausnutzen können. Mit Springer B5 hier. Sofort nach D4 reingehen. Weiß muss nehmen eigentlich. Läufer B5, CB5. Turm D5. A6. Und hier sagte Caruana nach der Partie, er war sich nicht sicher, ob das gewinnt für Schwarz. Die Engine zeigt nach König G2, Dame F4. Lokal bei mir. Minus 3. Nach Dame F4. Dass das Turmendspiel relativ leicht gewonnen ist hier für Schwarz. Also sehr interessant, ne? Wie sich auch Caruana hier nicht so sicher war, ob das gewinnt. Und das nicht so gut bewertet hat im Prinzip. Und er lässt deswegen einige Chancen hier vergehen. Dame E7, Dame G5, Dame B7. Er aktiviert lieber seine Dame hier. Dame C1 zurück. Und hier Dame B4. Das ist nicht so gut. Weiß hätte jetzt auf C6 nehmen sollen. Dame B2 und dann Dame C7 hier. Die Dame aktivieren endlich. Und es wird immer schwieriger jetzt hier. Also hier zum Beispiel ist der Vorteil nicht so groß, weil Weiß endlich so ein bisschen seine Figuren aktiviert hat. A5 geht ja nicht, also machen wir Dame B6. Aber dann halt Turm C1. Und wenn die Damen getauscht werden, dann kommt der Turm halt nach C7 rein und steht super aktiv. Und eventuell kann ich dann mit dem Läufer auf diese Diagonale und F7 attackieren. Also Caruana hat hier einiges von seinem Vorteil eingebüßt. Aber niemand nimmt nicht auf C6. Er klammert sich an diesen Bauern auf B2, spielt Dame D2, bietet den Damentausch auf diese Art und Weise an. Und hier tauscht Schwarz die Dame, Dame D2, Turm D2. Auch hier immer noch Springer B5, ähnlich wie gerade, mit der Idee Springer D4. Der Zug ist auch insofern logisch, weil nach Läufer B5, CB5 Schwarz hier zwei verbundene Bauern hat. Spielt A6, König F6, der Turm kommt rüber. Das sieht schon richtig gut aus, zumal Weiß auch viele schwache Bauern hat am Königsflügel. Ne? Das muss besser sein. Also es ist natürlich besser, die Frage ist, wie einfach gewinnt es. Er spielte stattdessen König F6. B4, G5, Turm A2, Springer C8, Läufer A6, Springer D6, er wiederholt einmal die Züge, Läufer E2, Springer C8. Jetzt wiederholt niemand nach der Zeitkontrolle nicht die Züge, weil nach Läufer A6 der Springer nach B6 gegangen wäre sowieso. Er spielte jetzt hier und fand den besten Zug nach längerem Nachdenken mit F4. Er möchte hier liquidieren, Bauern tauschen. Der Läufer greift H5 an. Das ist die Idee hier. Ansonsten wäre das natürlich ein Quatschzug, wenn der Bauer nicht auf H5 stehen würde. Aber F4 ist ein sehr starker Zug, weil der Verteidiger hier, und das ist bekannt, Bauern tauschen, ne? Material reduzieren. Bauern reduzieren, die Bauernanzahl, damit man dem Remis näher kommt. G schlägt H4, Läufer H5, Springer D6 hier. Tatsächlich der beste Zug. Nicht nehmen auf F4, interessanterweise, weil Läufer G4 droht. Na, das ist das Problem hier. Deswegen Springer D6, Turm schlägt A7, das ist alles richtig. E schlägt F4, F3. Turm E5, Läufer G4, ziemlich forcierte Variante hier. Springer C4. Und das ist jetzt die kritische Stellung in diesem Endspiel. Weiß kann hier Remis halten.
aber sehr, sehr schwierig. Mit Turm A6 den Bauern attackieren. Der Zug selbst ist logisch, aber Springer E3 muss man berechnen. Schach, König F2, Springer G4, FG4, Turm E4, Turm C6, König G5 und hier hält man Remis mit Turm C8. König G4, Turm G8, König F5, Turm H8, F3, König F3, Turm B4 und das ist ein Remis-Endspiel. F und H-Bau, das ist bekannt. Ich weiß nicht, ob niemand das Remis halten könnte, aber das ist ein theoretisches Remis-Endspiel mit dem F und H-Bauern. Die Variante war relativ lang und irgendwo müssen sie, auch Caruana im Nachhinein hat das, er dachte, er gewinnt hier. Er dachte, Springer E3 ist hier eine Gewinnidee. Natürlich hat der Caruana Turm A6 hier gesehen. Ist ein sehr naheliegender Zug. Aber er hat das auch nicht richtig bewertet oder in der Ferne, ne, in der Tiefe etwas missbewertet. Missbewertet? Falsch bewertet. König G2. Fehler. Und jetzt gewinnt Schwarz. Turm B5. Macht das Feld frei E5 für den Springer, sodass C6 jederzeit gedeckt werden kann. Turm A4, der steht hier sehr passiv jetzt. Springer E5. König A3. König G5. Turm A8. Turm schlägt B4. Turm H8. König F6. Turm H5. Turm B5. Turm F5. König E7. Läufer H5. Springer G6. Na, es gibt, die Engine zeigt andere Züge an, hier ist aber egal. Läufer G6. FG6. Turm F4. G5. Turm G4. König F6. Das Endspiel ist hier. Egal was Weiß macht, höchstwahrscheinlich gewonnen. Auch nach Turm G2 mit der Idee Turm C2 sollte Turm C5 gewinnen mit der Idee Turm C1 und dann den C-Bauern laufen lassen. Weiß spielte hier aber F4. Er möchte weiter liquidieren. Bauern tauschen, aber das reicht hier nicht. Turm B3 Schach. König H2. König G2 verliert ganz simpel wegen H3 Schach. Deswegen Schwarz wollte, dass der weiße König nach G2 geht, aber es kam König H2. Und jetzt kommt ein sehr erstaunlicher Moment. Schwarz gewinnt hier mit GF4, Turm F4, König E5, Turm H4 und dann Turm E3 oder König D4. Das ist jetzt ein Sechssteiner. Die Table Base zeigen schon an, das ist gewonnen für Schwarz. Und das ist die Stellung, die wir in der Partie erreichen werden. Caruana allerdings spielte hier Turm B2. Das ist ein Riesenfehler. Und aus irgendeinem Grund sind die in der in der Analyse im Nachhinein gar nicht auf diesen Zug eingegangen. Dass es ein Fehler ist, denn hier ist König G1 Remis. Der Unterschied ist nach GF4, Turm E4, König E5, Turm H4, ist der weiße König viel näher dran. Analog zur Partie Turm E2, Turm H6, Turm C2 und jetzt König F1, König E4, König E1 und der weiße König kommt jetzt hier zum Umwandlungsfeld und das ist Remis. Das ist die Philidor-Stellung, die Weiß erreichen kann. Aber aus irgendeinem Grund spielte Weiß hier König H3 wieder. Fehler. Und jetzt Turm B3, König H2 wieder. Also die wiederholten die Züge. Das ist übrigens ein typisches Phänomen. Beim Züge wiederholen werden häufig Fehler gemacht. Um Zeit zu gewinnen natürlich, ne? Aber man gibt die Möglichkeit, ja im Prinzip einen Zug Zeit etwas anderes zu machen. Okay, G schlägt F4 und jetzt kommen wir zu dieser Stellung hier, Turm E4, König E5, Turm H4, Turm E3, Turm H6, Turm C3, König G2, König E4 und jetzt der König einfach ein Feld zu weit weg. König F2 kommt König D3 und der König läuft rein nach C2 und das ist dann die Lucena-Stellung, sehr bekannt. Das ist die Stellung im Turmendspiel mit mehr Bauern, wo man den Gewinn forcieren kann. Ich muss übrigens noch ein Video dazu machen und vielleicht nehme ich dieses Endspiel als Basis für ein Video zur Lucena-Stellung, weil die Philidor-Stellung habe ich schon gemacht, das wichtigste Turmendspiel, das man kennen sollte. Laut Carsten Müller ist sogar die Lucena-Stellung noch wichtiger. Hier versuchte, wir machen das jetzt schnell, Turm D6, er möchte den König abschneiden, das ist aber egal, König E3, schneidet den weißen König ab und nach Turm C1 würde der weiße König auch nicht rankommen. Turm Schach hier, König D2, Turm D6, König C2 und das ist die Lucena-Stellung. Die ist gewonnen. So, ich sage jetzt gar nicht alle Züge an am Ende. Und hier gab dann am Ende im
nach Zug 80 gab dann niemand auf. Wie gesagt, das ist die Lucena-Stellung, man baut die Brücke, Brückenbau nennt man das, und das hat man alles schon gesehen. Millionen von Male, und Schwarz gewinnt. Ja, eher unspektakuläre Partie, aber eine sehr interessante Partie insgesamt. Ich habe mir halt die Post, also die Analyse hinterher noch angeschaut mit Caruana, und ich fand es halt super interessant, wenn so ein Weltklasse-Spieler nochmal referiert, was er gedacht hat während der Partie, an welche Sachen er sich erinnern konnte, bis wohin er das alles kannte, welche Partien er dann plötzlich zitieren konnte und an welchen Stellen er sich nicht so sicher war, wo es gewonnen war, ob es gewonnen war, wo es abweichte von der Engine. Dann vergleicht man das mit der Engine, das finde ich viel, viel spannender, als wenn sich da einer dahinstellt und ständig sagt, die Partie spricht für sich. Das kann man mal machen, das ist witzig, aber auf Dauer natürlich unbefriedigend. Ich möchte die Leute schon hören und dann lerne ich auch was. Also bei Caruana muss man sagen, lerne ich immer unglaublich viel, wenn er dann in der Analyse ist im Nachhinein. Und vor allen Dingen, er ist nicht zu schnell. Es gibt ein paar Spieler, die sind dann immer so, die rattern irgendwelche Varianten runter, wo keiner mehr nachkommt. Caruana ist sehr gut eingespielt bei diesen Analysen, und das finde ich super, super lehrreich, wenn er dann über seine Partien spricht halt. Ne? Und auch total ehrlich auch. Ne? Genauso 1:1, was er gedacht hat während der Partie. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, und wir schauen mal kurz auf die Tabelle. Hallo? Was ist los? Ich vergesse die Tabelle immer wieder. Caruana führt jetzt nach dem zweiten Sieg hintereinander mit 3 Punkten. Alleinige Führung bei der amerikanischen Meisterschaft. Samsavien 2,5 und dann eine Latte von Leuten mit 2 Punkten, also 50%. Dann 1,5 Punkte hinten. Shanklin, letzter Platz. Das ist etwas überraschend. Das ist ein 2-7er. Aber ist halt ein starkes Turnier. Super, jeden Tag super viele interessante Partien. Und das werde ich natürlich weiter beobachten. Checkt auch gerne meine anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Macht's gut. Bis bald.